Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit Marius Golf. Wasserkreislauf ist soweit zusammen. Da geht es auch in dem Video später mit weiter. Allerdings hat Marius heute erstmal eine kleine Überraschung bekommen. Genau, mein nachträgliches Ostergeschenk. Ihr erinnert euch, Essen Motorshow letztes Jahr. Da haben wir euch den genialen Shifter von Joel vorgestellt, von JB Motoring. Und der hat tatsächlich was ganz Krankes gebaut. Ich finde schon. Am besten komm mal einfach hier mit einem Bild und erklär mal kurz, was da eigentlich gemacht ist. Hi. Ja, wir haben im Endeffekt den Serien V6 Deckel genommen. Das ist ja bei den Turbofahrern immer so ein bisschen das Problem, weil die originale Ansaugbrücke da ja drüber geht. Und du hast dann halt, ich sag mal, immer so einen Schandfleck im Motorraum, weil da einfach diese Höcker links und rechts sitzen. Diese Vertiefung so, ja. Genau, richtig. Und da haben wir halt dann mit viel Langeweile mal gesagt, komm, da bauen wir irgendwas, was cooler aussieht. Was sich dann auch akustisch ein bisschen positiver auswirkt, weil der originale Deckel ist wirklich gefühlt 2 mm dick und das erzeugt halt ohne Ende Resonanz. Ah, echt? Meinst du echt, hört man einen Unterschied? Das, ja. Also, doch, das hörst du. Also, bei dem Auspuff nicht wahrscheinlich, aber. Dieses Mechanische, also ich sag mal, das Tickern der Hydros hast du ja immer, je nach Nockenwellen, hörst du das dann weniger durch. Und dann habt ihr hammerhart das Ding einfach aus dem Vollen gefräst. Genau. Okay. 23,5 Kilo Aluminiumblock. Auf jetzt 3,7 Kilogramm runter zerspart. 7 okay. Stunden Laufzeit. Aber komplett alles vollständig selber konstruiert, programmiert und so weiter. Genau. Also konstruiert hat es Niklas mit, ich sag mal, meinen Gehhinweisen, wo die Richtung hingehen soll. Und er hat sich das dann quasi Step by Step alles ausgemessen an dem Originaldeckel. Und dann halt nach und nach haben wir dann die Kurbelgehäuseentlüftung jetzt noch so modular gestaltet, dass man es quasi für jeden Fall anpassen kann. Das war ja WMA das Traum damals. Du wolltest ja unbedingt diese beiden -20-Dinger hier, wo auch jeder in den ganzen Videos immer nachfragt, was das hier überhaupt ist. Ne? Mhm. Das heißt, die könnt ihr jetzt, achso, die ist oben drauf geschraubt. Genau. Und deswegen könnt ihr da überall in alle Richtungen gehen, wie ihr es gerne hättet. Genau, das ist halt zweiteilig. Also ursprünglich war es ein Teil der Deckel. Dann hättest du aber, wenn jetzt sage ich mal Kunde XY möchte den links haben oder rechts, musst du halt jedes Mal einen komplett neuen Deckel konstruieren. Und so hast du es halt modular, der Grunddeckel ist gleich, aber du hast halt dieses, ich sag mal, das KGE-Teil des Kurbelgehäuseentlüftungsstück ist halt modular austauschbar. Film mal einmal kurz hier ran, Maxi, und zwar, wir machen nämlich ein kleines Gewinnspiel jetzt hier. Ich weiß noch nicht, was es zu gewinnen gibt, aber ich bin mal gespannt, wer von euch in den Kommentaren als allererstes errät, wie wir hier später Öl einfüllen, weil es ist nicht so, dass wir hier kein Öl reinkriegen und es ist auch nicht so, dass wir das hier jetzt durch die Entlüftung reinkippen müssen, aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, wie wir das Öl hier reinkriegen und ich bin mal gespannt, wer von euch jetzt als allererstes errät und ihr könnt zeitgleich einmal dazu schreiben, was ihr euch gerne realistisches als Gewinnspiel wünschen würdet. Kein Ventildeckel. Natürlich nicht diese Ventildeckel, aber so als Gag, glaube ich, ist es ganz witzig, weil sowohl Marius als auch ich standen da auch erstmal vor und haben uns überlegt, so, wie kriegen wir da jetzt das Öl rein und die Lösung dafür ist auf jeden Fall cool. Cool, krass. Definitiv. Geil. Ja, ich habe sowas auf jeden Fall noch nie gesehen. Also klar, der Trend geht ja schon zu diesem Billeteil, ne? Dass man gefühlt alles fräst und so weiter. Aber mich erinnert das immer so ein bisschen an jetzt eine Ölwanne, als wenn der Motor so auf dem Kopf steht, ne? Weil es gab ja diese Alu-Ölwannen früher, die immer so die Traum von jedem Golffahrer waren. Und so mit den Kühlrippen und so. Plus eigentlich bei der Fläche müsste es ja theoretisch auch schon ein bisschen was bringen, ne? Theoretisch, also da kann man jetzt echt drüber streiten, weil du hast im Endeffekt ja nur dieses Spritzöl, was dann da jetzt die Wärme ableitet, du hast die Dichtung drunter. Also ich sag mal, theoretisch kann man da mit Sicherheit sagen, dass es was bringt, aber da möchte weil ich jetzt nicht es festlegen. Es wird ja schon heiß, ne? Ja. Wenn man so Ansaugbrücke und sowas alles anfasst, ist das ja schon definitiv so, ne? Und ein bisschen Farbwind geht ja definitiv drauf, ne? Das war halt so der Aspekt, warum wir die Rippen so gemacht haben und nicht irgendwie jetzt 90 Grad versetzt dazu, weil du halt je nach Konstellation geht da schon ordentlich Wind dann durch ab 100 km/h. Falls du mal ein Steak unterwegs braten willst, ne? Also ja, ich freue mich auf den Tag, wo ich das erste Mal mit einem Schraubendreher abrutsche. Das habe ich auch schon gedacht. Oder runterfällt oder irgendwie sowas. Ne? So, auch hier sieht man, filmen wir mal so ein bisschen drauf. Nochmal die Entlüftung. Selbst das ist wirklich alles bis ins letzte Detail filigran gemacht und auch durchdacht. Hier sind zwei Bleche übereinander mit Löchern, dass das Ganze nochmal einmal das Öl, was da mit der Luft durchgehen würde, quasi gegenspritzt und wieder zurückläuft. Und hier seht ihr das aufgeschraubte Teil, was Joel gerade meinte, welches individuell nochmal angepasst werden kann. Die meistens machen sich die VR-Fahrer gar keinen Gedanken um die Entlüftung, ne?
Also die meisten, ich sag mal, der Großteil geht einfach zu riesigen Dash-Anschlüssen, die dann irgendwo reingebohrt werden und dann wird das dann irgendwo ins Freie rausgeblasen. Aber ich finde halt so, ist es wesentlich schöner, als wenn du da irgendwie ein Schweißteil noch dran machst oder halt irgendwie Schottverschraubungen. Das ist halt, ich sag mal, das ist so nochmal das i-Tüpfelchen für jeden Turbofahrer. Entlüftungsmäßig ist der R32 halt schon viel besser. Ne? Ja. Der Deckel ist schon deutlich durchdachter. Genau. Ja, du hast halt beim VR6 ist halt wirklich, also ich sag mal, die Schottbleche an sich sind ja da wirklich einfach nur so. Und wir haben auch neulich nochmal drüber gerätselt, ich glaube, dass auch generell Motoren, die eine Kette haben, sind auch gleich viel besser. So einfach durch das Verbundene über die Kette von unten nach oben so, ne? Ist das glaube ich auch immer schon, auch wenn viele sagen, die Kette transportiert zwar Öl nach oben. Die nimmt aber auch sehr viel mit. Genau, so, die nimmt viel mit und lässt es einfach zirkulieren und so. Ne? Deswegen ist mein Gefühl immer, dass so Kettenmotoren immer ein bisschen besser sind. Ja, ich finde das Ding ultra krass. Ich auch. Das ist jetzt nochmal so das i-Tüpfelchen für den Motorraum. Freut mich. Freut uns. Jawohl. Gibt es den theoretisch auch für andere Modelle und für dieses Modell zu kaufen bei euch? Den gibt es so aktuell schon zu kaufen für alle VR6 Motoren. Halt für die Turbofahrer, weil die originale Ansaugbrücke passt dann nicht mehr, weil die Aussparung einfach jetzt mit den Rippen versehen ist. 16V Turbo bzw. 16V für die KR-ABF-Fraktion sind wir auch dran. R32 eventuell, je nachdem, was halt die Nachfrage so sagt. Wie sollen die Leute, wenn sie irgendwelche Ideen, Projekte oder ähnliches haben, dich am besten kontaktieren? Das ist ja heutzutage auch immer so eine Frage. Instagram oder einfach über die Info-Ad auf der Seite bei mir. Völlig. Erreichen die mich. Okay, dann blenden wir jetzt nochmal einmal kurz den Instagram-Account ein. Und ich sag auch in deinem Namen nochmal vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Extrem geil geworden. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Auto als nächstes machen. Ja. So, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir jetzt als nächstes testen müssen, vor der nächsten Probefahrt, ob mit Wassertemperatur jetzt soweit alles in Ordnung ist. Ne? Ja, das hoffe ich doch sehr stark. Aktueller Stand ist, Marius hat hier den Controller von der Pumpe verbaut. Das heißt, aktuell können wir die Pumpe über diesen Controller steuern, als auch nachlaufen lassen. Das ist allerdings jetzt rein erstmal nur als Testmodus gedacht. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem wunderschönen Schraubenzieher 10, 50 oder 100% von der Pumpe machen. Wir lassen die jetzt beim Warmlaufen erstmal auf 10%. Das ist allerdings nicht die endgültige Lösung, weil ich würde definitiv gerne die Pumpe über eine 3D-Tabelle über die EMU steuern, ja, als PWM-Signal. Das heißt, dann können wir nämlich zum Beispiel sagen, bis 60 Grad soll die Pumpe gar nichts machen. Dann soll sie bis 80 Grad auf 10% laufen und dann mit steigender Temperatur immer mehr machen. Und jetzt deswegen nämlich 3D. Wir können noch eine weitere Achse hinzufügen, das würde ich gerne über Drehzahl machen. Ja. Dass sie halt über Drehzahl dementsprechend auch mehr macht, wenn es Sinn macht. Das müssen wir jetzt natürlich mit den ganzen Messstellen nach und nach alles rausfahren. Ja, aber da gehen wir später im Detail nochmal drauf ein. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal warm laufen und gucken, was passiert. Das Auto läuft jetzt bestimmt schon 3 Minuten oder so, ne? Ja. Und wir haben jetzt gerade mal 63 Grad, ne? Wo das Auto sonst ja immer sofort 80, ja, 90 Grad hatte, ne? Also das ist schon deutlich besser. Ich bin mal gespannt, wir lassen ihn jetzt so lange warm laufen, bis bei 85 Grad der Lüfter angeht. Und ich vermute, dass dann die Temperatur stehen bleibt und er gar nicht mehr wärmer wird. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir 86 Grad erreicht, das heißt theoretisch müsste der Lüfter jetzt vorne an sein. Ich lasse die Wasserpumpe mal erst auf 10%, also auf Minimum, und wir gucken mal, ob sich das System sogar nicht so schon einregelt. Ne? Ja. So, der gibt Vollgas. Ah, hier. Und siehe da, die Temperatur geht sogar runter. Lüfter ist bei 85 angegangen, jetzt geht er sogar runter auf 84. Mal
gucken, ob der Lüfter es sogar nicht schafft, noch weiter runter zu gehen. Weil ich meine, der Lüfter geht bei 82 Grad wieder aus. Ja, so, ich würde sagen, das reicht schon zum Warmlaufen, weil das hast du tatsächlich so geil gebaut, dass das so gut funktioniert, dass wir die Pumpe noch nicht mal hochdrehen müssen. Muss ja auch mal was klappen. Das heißt, jetzt die Kombination aus dem großen Lüfter, dem großen Kühler, der Wasserpumpe und so weiter, mhm, ist für jetzt gerade die Wasserpumpe definitiv viel zu groß, mhm, weil die läuft jetzt halt wirklich auf Minimum 10%. Da haben ja auch einige drüber diskutiert, wie schnell es fließen muss, wie schnell es nicht, mhm, fließen muss und so weiter. Das reicht an dieser Stelle auf jeden Fall für uns als Erkenntnis, dass das System so jetzt funktioniert. Ich vermute, wenn du jetzt losfährst, wird er noch weiter runtergehen. Durch den Fahrtwind dann. Genau. So, also da wir keinen Thermostat mehr drin haben, wird es im Zweifelsfall sogar so sein, dass wir während der Fahrt die Pumpe öfter mal ausschalten müssen. Mhm. Deswegen würde ich sie auch gerne ans Steuergerät dranhängen, dass man das da auch noch mit einarbeiten kann. Ne? So, aber das funktioniert jetzt richtig geil. Das würde ich mal sagen. Hat gefruchtet. Sind 100 Punkte. Ich bin jetzt selber mal gespannt auf die ganzen Messwerte, die wir so haben. Mhm. Das werden wir allerdings im nächsten Step machen. Ich würde sagen, als nächstes Auto aufladen und nochmal ab aufs Messegelände und ein paar Meter machen. Ne? Gerne. Attacke. So, wir sind auf dem Messegelände angekommen. An der Stelle nochmal vielen Dank an die PS Days, dass wir das Gelände mal wieder nutzen dürfen für ein paar kleine Tests. Mega geile Nummer. Schade, dass die PS Days dieses Jahr nicht stattfinden, aber ich bin mir 100% sicher, wir machen für euch dieses Jahr noch ein kleines Event, wenn wir es dürfen, und nächstes Jahr geben wir dann richtig Gas. Hoffentlich. So, pass auf, was machen wir jetzt als erstes? Als allererstes müssen wir jetzt einmal, würde ich sagen, die Geschwindigkeit kalibrieren. Das heißt, wir gucken mal GPS, was das Auto fährt, und passen dann soweit die Übersetzung hier im Steuergerät an, dass der Wert passt. Okay. Hier drin immer. Ich würde sagen, wir nehmen mal hinten die lange gerade Strecke und da versuchen wir 50 zu fahren. Kalibriert. So, jetzt kannst du einmal noch mal kurz anhalten. Ich muss mal einmal gucken, dass wir jegliche Lambda-Regelung und so weiter aus haben. Und dann fahren wir wieder alle 500 Umdrehungen ab und passen noch mal einmal wieder Sprit an. So, Ego-Feedback aus. Sehr gut. So, jetzt fahren wir einfach noch mal immer 500 Umdrehungsschritte. Keine Last, quasi einfach nur die Geschwindigkeit halten. Und dabei passen wir das Kennfeld für den Sprit so weit an, dass er nach Möglichkeit ohne Regeln schon den Lambda-Wert fährt, den wir haben wollen. So, wir bräuchten als erstes gleich 1500. Ich würde gucken, du kannst ja mal einen zweiten Gang nehmen, dann ist es nicht ganz so schnell. Ist das Gaspedal? Ist das besser? Schön so, ja. Besser so, okay. Das war beim letzten Mal noch so ein bisschen.
zu aggressiv. So, okay, das sind jetzt 1500 Umdrehungen. Ja. Nicht 1700, 1000. Ja, aber das ist im zweiten dein Standgas, da ist die Klappe zu. Ja, so gut, guck, so weiter. Jetzt ein bisschen Gas geben. Okay, mach 2000. Also auf jeden Fall schon tendenziell eher zu mager. 2500. 3500 brauche ich auf jeden Fall nochmal. Ja, 4000. Das Ganze einmal an und dann passen wir das Ganze mal so grob an. Und ziehen das gleich nach oben hin weiter. Dann geht das gleich schneller. So, das heißt, ich ziehe jetzt die Bereiche dahinter auch schon mal hoch, ne? Ja. Weil wenn ich weiß, dass er da eben gerade schon... Wird er da hinten auch zu mager sein. Ja, genau. So, das Ganze ist jetzt quasi für die Last, die du eben gefahren bist. Und jetzt... So, natürlich wird das mit einer höheren Last genauso sein. Das heißt, jetzt markieren wir uns das Ganze einfach mal. Lassen den automatisch dazwischen interpolieren. Kannst du jetzt ja mal einen zweiten nehmen. Wie hoch drehen? 3,5 Eimer. Ja, was auf jeden Fall schon mal cool ist, Wassertemperatur scheint alles zu passen, ne? Ja, das ist alles safe. Jetzt mal 4000. Halt ruhig noch mal einmal an, ja?
mit dem Auto, als wäre der Fahrt. So, pass auf. Und jetzt mache ich nämlich pauschal nochmal auf jeden Fall fetter. So, da kommen wir der Sache doch schon näher. Felder müssen nach Möglichkeit immer relativ eng beieinander sein. Sonst springt er hin und her. Wenn er dazwischen interpoliert hat und der größer der Abstand ist, je mehr fängt er an zu springen, ja, und dann kann er sich so ein bisschen aufschaukeln. Ne? So, und jetzt sind wir, passt das so ungefähr. So, pass auf, jetzt würde ich als nächstes sagen, du fährst mal einfach so ein bisschen hoch und runter mit so einem Tucken mehr Last. Und ich gucke einfach mal, was der Lambda-Wert die ganze Zeit dabei so macht. Okay, reicht schon, kann schon anhalten. So, da war er in dem Bereich, ist er auf jeden Fall auch noch viel zu mager. So, das heißt, wir sind ungefähr in diesen Bereichen hier gefahren. Jetzt das gleiche nochmal. Ja, war schon ein bisschen besser, aber immer noch zu mager. Ne? Jetzt haben wir es tatsächlich, dass er während der Fahrt anfängt wärmer zu werden. Ne? Lüfter ist an. Wobei er geht jetzt wieder runter, als wir losgefahren sind. Jetzt probieren wir mal Folgendes. Wir lassen aktuell die Pumpe nur mit 10% laufen. Mhm. Lass sie mal auf 50% stellen. Einfach mal, um zu gucken, ob er dann von den 94 Grad wieder runter geht. Einfach einen weiterdrehen? Genau, nach rechts. So, jetzt macht die 50%. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, und jetzt fahren wir genauso wie eben wieder. So wie man normal fahren würde, um mal so eine grobe Richtung zu kriegen, wie das Kennfeld so ausgelegt sein muss. Ah, jetzt wird es schon besser. Das war jetzt immerhin schon mal so in Richtung 0,95. Wieder 89 Wasser. Echt krass, okay, ja, jetzt habt ihr gesehen, wir haben die Pumpe von 10 auf 50% hochgestellt und ist tatsächlich schon hochgegangen. 88, also er geht jetzt sogar wieder runter. Das heißt, für einen Leerlauf reicht die 10%, während der Fahrt kann ruhig ein bisschen höher gehen. Ne? So, jetzt gucke ich mir ja noch mal einmal die Tabelle an, weil siehst du diesen Hückel hier drin jetzt? Ja. Das ist das, was er gerade so im Teillast beim Fahren dann mehr Sprit haben wollte. Das müssen wir jetzt natürlich nach rechts hin hier durchziehen. Ne?
Das ist so eine Art Autokorrektur dann? Also nee, das ist keine Autokorrektur, sondern er interpoliert dazwischen. Das heißt, wenn ich ganz links 115, ganz rechts 125 habe, dann teilt er automatisch von 115 bis 125 linear auf. Am Ende macht es eh alles die Lambda-Regelung, ne? Aber so als erste Näherung kann man das schon immer gut nehmen. So, man muss halt jetzt halt immer so ein bisschen ins Kennfeld rechts reingucken und die diese Täler und Dächer da so ein bisschen wegmachen. Ja. Ne? So, jetzt fahren wir mal einmal bis da hinten so ganz normal durch. Jetzt waren wir auf jeden Fall ungefähr immer bei Lambda 1. So, jetzt machen wir das Ganze noch mal mit ein bisschen, jetzt kannst du noch mal ein bisschen mehr drehen, dass du schon mal so bis 5,5, 6 oder irgendwie sowas drehst. Natürlich immer noch jetzt nicht Vollgas, ne, sondern... Ja. Sahara-Trick. Wir machen mal das, was er bisher als meistes Sprit haben wollte, komplett einfach in die letzte Ebene rein. So, jetzt das gleiche nochmal. Drauf geachtet. Achso, ich auch nicht.
ich erstmal checken musste, wo Ladedruck ist. Ich habe die Anzeige gesucht gerade. Waren so 0,2, 0,25. Wobei er da jetzt eben tendenziell Lambda 1,1 gefahren ist, ne? Während Marius jetzt gerade tankt, kann ich schön im Log gucken, was das Auto eben gerade gemacht hat. Das heißt, solange ein Laptop angeschlossen ist, speichert die EMU jegliche Daten immer durchgehend ab. Und jetzt sieht man hier oben schön, als wir eben gerade einmal Gas gegeben haben. Das blaue ist die Drehzahl. Maximum 6127 Umdrehungen gerade. Und dabei hatten wir einen Lambda-Wert von 0,94. 98, 99 und so weiter. So, ist natürlich viel zu wenig. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen Sprit drauflegen. Ich gucke jetzt gerade mal, hier unten haben wir die Düsentaktung. Düsentaktung waren knapp 8 Millisekunden. Das heißt, da haben wir noch genug Luft nach oben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es zu mager war, weil irgendwie schon die Düsen am Ende waren oder wie auch immer, sondern es ist einfach von der Map her noch zu mager. Krass. Also müssen wir in die Sprittabelle wieder reingehen und noch fetter machen. Und weiter geht's. Aber erst mit der Servolenkung ist schon praktisch, ne? Das ist mega, ja. Dass man die einfach an, aus, an, aus machen kann und das Ding so einfach funktioniert. Thank you.
waren direkt drehende Räder. Wie ist es so unterm Fuß? Wann kommt der Lader? Ich würde sagen so 5. Zweite Gang darf man allerdings nicht vergessen. Ne? Ist jetzt natürlich zweite Gang auch immer was anderes wie in einem anderen Gang. Muss einfach von außen hören. Also Klang ist gut. So, ich würde sagen, Testtag auf jeden Fall erfolgreich erstmal beendet. Mhm. Wir konnten schon mal so ein bisschen Gas geben. Es macht alles das, was es soll. Downpipe ist noch dran. Ja, ich bin verwundert, aber ich bin mir sicher, wir werden sie noch schaffen. Kühlkreislauf funktioniert auf jeden Fall. Das ist jetzt gut. Da gibt es jetzt keine Baustellen mehr. Aber realistisch gesehen, mehr können wir jetzt hier auf jeden Fall auch nicht machen mit dem Auto. Ne? Ja. Weil jetzt hier immer mal kurz zweite Gang ein bisschen Gas geben ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Das heißt, als nächstes zu Chris auf den Prüfstand und einmal sauber abfahren, das Ding. Ne? Na, dann hoffen wir mal, dass er einen Termin frei hat bald. Eher hoffen, dass alles durchhält, alles funktioniert. Ich gehe davon aus, weil bisher, bis auf ein paar Kleinigkeiten, hat das ja immer ganz gut funktioniert. Ne? Ich bin eben gerade auch noch eine kleine Runde gefahren. Vielleicht habt ihr das gesehen oder auch nicht. Ich weiß nicht, was Maxi da so zusammenschneidet. Ich auch noch nicht. Er fährt aber cool. So, also ich finde, es fährt sicher. So, auch so von der Position her, Lenkrad relativ nah. Schalter von Joel, extrem geil. Mhm. So. Da müssen wir nur die Mahnschrauben nochmal einstellen. Die hat ja, aber sonst so wie erste, zweite, dritte Gang reingeht, macht auf jeden Fall Spaß. Kupplung, Katastrophe. Ja, das war vorher klar. Das war ja aber vorher klar. Das ist wirklich, da denkst du ja echt, dass Armaturenbrett. Kann nur eins oder null, ne? Ja. Also dazwischen Schleifen gibt's da nicht. Aber sonst so finde ich, fährt schon recht sauer. Ja, ich bin auch, freue mich. Ich schicke auf jeden Fall Chris mal den Lok rüber. Mal gucken, ob er sich einfach nur... Ob er die Hände über den Kopf zusammen über den Kopf zusammen und sagt, das wird nichts. Oder ob er sagt, war ja gar nicht so scheiße. Ja, in diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Nochmal danke an Philipp fürs Messegelände. Genau. Vielen Dank. Und im nächsten Video sehen wir uns auf dem Prüfstand in Berlin. Bis dann.